der Titel des Vortrags ist Neue Narrative des transformativen Wirtschaftens. Ich glaube, wir alle sind so ein bisschen auf der Suche nach der Erzählung oder nach dem Zukunftsbild, wo es denn hingeht mit unserer Wirtschaft, mit unserer Wirtschaftsordnung. Wir sind der Meinung, dass Narrative eine ganz wichtige Funktion für Gesellschaftsgestaltung einnehmen, weil sie selbst eine Praxis sind und eben aber auch einen Möglichkeitsraum öffnen und dadurch auf Wirklichkeit wirken. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns über die herrschenden Narrative über Wirtschaft bewusst werden. Ich denke, da habt ihr in den letzten Tagen auch schon mal mehr zu gehört. Das werden wir recht kurz halten. Dann Narrative in der Forschung vorstellen und ihre Rolle dort und als Untersuchungsgegenstand. Da werden wir unseren theoretischen Framework, unseren Analyse, unser Analyseraster vorstellen, mit dem wir uns Narrativen nähern können. Und dann werden wir verschiedene Narrative des nachhaltigen Wirtschaftens vorstellen und so eine kleine erste Andeutung geben, wie so ein Narrativ vielleicht aus unserer Perspektive aussehen könnte, als Impuls für dann Fragen und eine kleine Diskussion. Genau. Wir starten mit zwei Narrativen. Das erste ist von Müller-Christ. Auch wenn die Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen der Vergangenheit zum Gegenstand haben, so definieren sie doch den Möglichkeitsraum für zukünftige Reaktionen des Menschen oder der Institution. Der Möglichkeitsraum ist der Raum, der Transformation eine Richtung gibt. In diesem Sinne zeigen können Narrative eben zukunftsweisend sein, können uns Wege aufzeigen. Und wenn keine Erzählungen über die Zukunft existieren, die Mut machen, die Wege aufzeigen, dann ist das problematisch für unser tagtägliches Handeln, wie wir, glaube ich, gerade auch aktuell erfahren müssen. Das zweite Zitat ist schon ein bisschen älter, von einem französischen Philosoph, Desserteaux. Er schreibt, die Erzählung ist nicht der Ausdruck einer Praktik. Sie beschränkt sich nicht darauf, über eine Bewegung zu sprechen. Sie vollzieht die Bewegung. Und was er hier eben beschreibt, ist, dass die Erzählung eben eine ganz wichtige Funktion eigentlich zwischen als Theorie, aber auch als Praxis einnimmt, indem sie eben nicht nur über Praktiken spricht, sondern selbst eine wichtige kulturelle Praxis ist, die Wirklichkeit verändert, indem sie sich an verschiedenen Stellen entfaltet, die Erzählung oder erzählt wird. Weil Erzählungen eben auf Wirklichkeit wirken, ist es wichtig, nochmal kurz reinzuschauen, in welchen Erzählungen stecken wir denn fest. Und da will ich zwei Aspekte nochmal betonen, nämlich einerseits, was ist unser Bild von Wirtschaft? Wenn wir über Wirtschaft nachdenken, denken wir Wirtschaft eben als zeitlose Wirtschaft, die deduktiv hergeleitet wird, heißt aus der reinen Logik, basierend auf technischen Annahmen, eben unabhängig ist von Kultur, von Werten, von Politik, von Natur, unabhängig von der historischen Zeit, in der wir wirtschaften, nicht beeinflussbar durch Subjekte. Also Subjekte sieht man in unserem Denken über Wirtschaft eigentlich selten. Es sind dann eher aggregierte Subjekte, die eben nicht selbst frei sind zu handeln. Und eben logisch hergeleitet. Und das klassische Bild, was es auszeichnet, unser Denken über Wirtschaft, ist diese Angebot- und Nachfragekurve, die eben vielleicht sehr abstrahiert nur einlädt, über Wirtschaft nachzudenken und eben diese Einbettung in Natur, aber auch in Gesellschaft, heißt in Politik, in unsere kulturellen Institutionen und Werte ausblendet. Der zweite wichtige Aspekt, wenn wir über Narrative oder wenn wir über Wirtschaft nachdenken oder über Wirtschaft sprechen, ist das binäre Denken. Eine weiter, Valentin. Unser Wirtschaftssystem, die soziale Marktwirtschaft, so nennen wir sie, basiert auf verschiedenen Denkern. Und einer der Väter sozusagen, wie man immer so schön sagt, der sozialen Marktwirtschaft ist Walter Eucken, der 1940 seine Grundlagen der Nationalökonomie geschrieben hat und eben hier nochmal deutlich sagt, Wirtschaft, da gibt es eigentlich nur zwei Optionen, nämlich einmal die zentral geleitete Wirtschaft. Das bedeutet, die Lenkung des gesamten wirtschaftlichen Alltags eines Gemeinwesens erfolgt aufgrund der Pläne einer Zentralstelle, also eine
ja, es ist halt quasi der Sozialismus, ne, der hier als zentral geleitete Wirtschaft bezeichnet wird. Und dann eben die Verkehrswirtschaft, also der Kapitalismus als gesellschaftliche Wirtschaft, die sich zusammensetzt aus zwei oder vielen Einzelwirtschaften, von denen jede Wirtschaftspläne aufstellt und durchführt. Und da ist eben der Markt der Ort sozusagen, auf dem sich Angebot und Nachfrage begegnen und die Konkurrenz sozusagen ein wichtiges Kriterium, damit diese Verkehrswirtschaft optimal funktioniert. Und er sagt eben ganz explizit, andere Wirtschaftssysteme, Spuren anderer Wirtschaftssysteme neben diesen beiden lassen sich in der wirtschaftlichen Wirklichkeit der Gegenwart und der Vergangenheit nicht finden. Und es ist wohl auch nicht vorstellbar, dass sich andere finden werden. Also ganz klar, das Entweder-Oder gibt's hier. Und die Verkehrswirtschaft ist eben geleitet vom Prinzip der höchstmöglichen Reineinnahme und die zentral geleitete Wirtschaft nach dem Prinzip der bestmöglichen Versorgung. Und darauf werden wir nachher nochmal zurückkommen, weil es eigentlich recht leicht widerlegbar ist, dass es eben mehr als diese beiden Formen gibt und auch ganz viele Mischformen oder einen Graubereich dazwischen. Genau, aber dieses binäre Denken, das findet sich eben bei ganz vielen Autoren, die unser Denken und die Narrative über Wirtschaft geprägt haben. Hayek ist euch bestimmt auch schon öfter begegnet in der letzten Zeit oder an der Cusanos-Hochschule so generell. Die stärkste Unterstützung des Trends zum Sozialismus kommt heutzutage von denen, die behaupten, die wollten weder den Kapitalismus noch den Sozialismus, sondern einen mittleren Weg oder einen dritten Weg, also wie ich es gerade auch sozusagen behauptet habe. Ihnen zu folgen, ist ein sicherer Weg zu Sozialismus, denn sobald wir einmal den Politikern die Erlaubnis geben, in die spontane Ordnung des Marktes zum Vorteil bestimmter Gruppen einzugreifen, können sie solche Konzessionen kleiner Gruppen verweigern, von denen ihre Unterstützung abhängt. Es gibt kein drittes Prinzip für die Organisation des ökonomischen Prozesses, das rational gewählt werden kann, um irgendwelche erwünschten Ziele zu erlangen. Also hier nochmal deutlich, sobald man erlaubt, irgendeinen Markteingriff erlaubt, landet man sozusagen im Sozialismus. Und hier wird eben nochmal dieser Dualismus zwischen Kapitalismus und Sozialismus deutlich, der dann später nach dem Ende der Sowjetunion eigentlich abgelöst wurde durch den Dualismus Markt versus Staat. Wobei der Markt immer vieldeutig bleibt und eben nicht genau beschrieben wird, sondern entweder Utopie ist, ein Ort, ein Akteur, ein Mechanismus, ein Instrument. Es bleibt so ein bisschen unklar. Da lehnen wir uns auch sehr stark an Herr Oetsch, an den Sie ja auch schon gehört haben, und sein Buch Mythos Markt. Slobodien arbeitet ganz gut heraus, dass es eben bei diesem Marktnarrativ oder bei den Markttheorien auch in erster Linie nicht darum geht, sozusagen unsere Wirtschaftsordnung, den Markt wissenschaftlich zu erkennen oder zu verstehen, sondern um die performative Wirkung dieses Gedankens. Also der Markt ist eigentlich das Marktnarrativ, die Markttheorie ist eigentlich ein Instrument, um Wirklichkeit zu verändern und keine Theorie, die beschrieben wird. Und das arbeitet dem Slobodian in seinem Buch, was ich sehr empfehlen kann, auch nochmal heraus, dass es eben darum ging, geeignete Institutionen zu errichten, um der Weltwirtschaft einen Ordnungsrahmen zu geben, ohne die Wirtschaft selber tatsächlich wissenschaftlich beschreiben zu wollen. Und er beschreibt eben, wie diese Institutionen den Markt ummanteln und diesen erst aufbauen im Sinne von einer Weltordnung, die eben bestimmten Menschen dient und bestimmte Sicherheiten auch gewährt. Er beschreibt es auf der Basis von Briefen zwischen Ökonomen aus den 30er Jahren, die er als Genfer Schule zusammenfasst. Damals wurde die internationale Ordnung sozusagen angedacht, WTO, IWF, GATT, und beschreibt da eigentlich Pläne von Ökonomen, die unsere Welt am optimalsten organisiert gesehen haben, indem es eine Doppelregierung gibt, also auf internationaler Ebene das Dominium, Rule over Things, also eigentlich eine Eigentumsordnung, auf die dann eben das Imperium heißt Rule over People, heißt die nationalen Souveräne, die nationalen Demokratien oder
ne, auch nicht demokratische nationale Regierungen keinen Zugriff haben. Heißt das, selbst demokratisch legitimierte nationale Regierungen eben nicht auf die internationale Eigentumsordnung zugreifen können und an diesen Verhältnissen irgendwas ändern kann? Wenn man jetzt irgendwie sich so nach ein paar Jahrzehnten umschaut, ja, erschreckt es zumindest mich immer wieder, wie nah doch diese Beschreibungen an der Realität sind, in der wir gerade leben. Genau. Und man sieht eben auch, dass wir dieses Narrativ noch nicht überkommen haben, weil wenn wir uns anschauen, wie wir mit der Klimakrise zum Beispiel als der zentralen Herausforderung unserer Zeit umgehen, dann wird eben deutlich, dass wir auch hier in einem Dualismus feststecken, nämlich der Mensch, die Wirtschaft intern, die Natur ist extern. Hier der Dualismus von genau, wir gegen die Natur sozusagen. Und genau, das zeigt sich eben auch im Wissenschaftsbild, wenn Natur als Externalität betrachtet wird, wenn Natur internalisiert werden soll, indem sie quantifiziert und gemessen wird und Umweltschäden in Kostenfunktionen gepackt werden oder beim Wirtschaften Ökosystemdienstleistungen eben mit einbezogen werden können, Natur als Ressource gesehen wird, um die wir konkurrieren. Und es um die Maximierung von Rendite des Naturkapitals geht oder den möglichst kosteneffizienten, meist nicht ressourceneffizienten, sondern kosteneffizienten Einsatz von das Naturkapital. Und eben politisch bleiben wir dann bei den Problemlösungen stehen, dass wir eben den Markt es regeln lassen, indem wir Natur internalisieren durch Emissionszertifikate oder ja, Ökosystemdienstleistungen, die ausgeglichen werden. Also wenn so ein Wald abgeholzt wird, dann wird eben ein bisschen was dafür bezahlt, aber damit hat sich's auch. Genau. Jetzt gehen wir sozusagen über in, zu den Narrativen in der Forschung und da nochmal ein Zitat von Certeau, der recht früh schon gesehen hat, dass auch die Wissenschaft eben nicht frei ist von Narrativen. Ja, genau, einfach das Zitat, sie, die Narrativität ist wieder im Kommen, bekommt Wissenschaft nicht gerade dadurch Legitimation, dass sie anerkennt, dass die Narrativität nicht ein eliminierbarer oder auch aus dem Diskurs noch zu tilgender Rest ist, sondern eine notwendige Funktion und dass eine Theorie der Erzählung untrennbar von einer Theorie der Praktiken ist, da sie gleichzeitig deren Bedingung und Produktion ist. Also einerseits werden eben in den Geschichten die Praktiken sichtbar und andererseits sind die Geschichten eben auch Modelle für Praktiken, also den Möglichkeitsraum, Handlungsanweisung für die Gegenwart, für die Zukunft. Genau, jetzt übergebe ich an Valentin, der noch ein bisschen weiter auf unseren theoretischen Rahmen dann eingeht. Ja, danke dir, Hanna. Certeau hat es eigentlich ganz, ganz richtig vorausgesehen. Es wird heute sogar in ja, vielen Bereichen von einem narrativen Turn gesprochen, weil eben Narrative nicht nur wie früher in der Biografieforschung eben analysiert werden, also zu schauen, wie erzählen Menschen eigentlich ihr Leben, sondern eben als epistemologische, das heißt erkenntnistheoretische Kategorie genutzt werden, eben auch in der Sprachwissenschaft und Linguistik, in der politikwissenschaftlichen Politikfeld- und Policy-Analyse oder auch in den Wirtschaftswissenschaften und anderen Disziplinen. Und wir haben eben anknüpfend an diese und weitere narrative Analysemethoden gemeinsam mit dem Forscher Lukas Bäuerle diesen Framework hier entwickelt, den ich mal kurz darstellen möchte und anhand von Beispielen einfach konkretisieren möchte, wie sieht es denn konkret aus, so eine narrative Forschung? Was kann man da sozusagen wissenschaftlich machen? Genau, auf der Oberflächenebene der Geschichten kann man sich eben semantisches Material, das heißt Texte anschauen oder auch visuelles Material wie Grafiken und eben nach bestimmten rhetorischen Mitteln, Framing-Methoden anschauen. Auf der vermittelnden Ebene, das ist die Ebene der narrativen Strukturierung, kann man dann ein Narrativ explizieren nach Episoden, das heißt von wo die Figuren eingeführt werden bis zum Problemaufriss und den Lösungen, die präsentiert werden für ein Problem sozusagen, diesen Bogen sich anzuschauen und diese Phasen. Dann die Aktanten, das sind die Rollen, die in einer Erzählung drin vorkommen.
Das können ja menschliche Menschen sein, menschliche Wesen, aber es können auch unter Umständen Objekte sein in einer Erzählung und eben vor allem im ökonomischen Kontext dann ökonomische Institutionen auch konkret in den Blick zu nehmen. Genau, und die letzte Ebene, die Tiefenebene der Metanarrative, halten eben für besonders wichtig. Das ist, vielleicht kann man das gut vergleichen mit der Ebene, die bei der Keynote von Silvia Graupe vor 2 Tagen angesprochen wurde. Da war ja im Kern das Warum sozusagen. Also warum mache ich etwas, wie wird etwas legitimiert? Und wir haben da ein paar mehr Kategorien, nämlich zum Beispiel eben Werte, Ziele. Was sind nämlich die Werte, Ziele und die Annahmen sozusagen hinter einem Narrativ? Wie ist das Naturverhältnis, Natur-Mensch-Verhältnis oder Naturbild, das Wirtschafts-, Gesellschafts- oder politische Bild, vorhin ja auch schon in dieser Dreiecksgrafik zu sehen, und auch das Bild vom Menschen oder die Erzählung, wie sich Menschheit entwickelt. Genau, und dann, wie kann man sozusagen das alles zusammenfassend charakterisieren in einen Denkstil? Das ist eine Kategorie nach Ludwig Fleck, Erkenntnistheoretiker. Und kann man vielleicht eine Struktur dieses Weltbildes ausmachen, wie eben zum Beispiel dieses binäre Denken? Genau, ich möchte das mal klar machen an 2 Beispielen. Einmal dem Narrativ des Marktes nochmal, aber nur ganz kurz. Wir haben ja schon viel dazu gehört. Hier ein Beispiel aus dem Lehrbuch, VWL-Lehrbuch von Samuelson Nordhaus, was weltweit millionenfach aufgelegt wird, wo eben die Marktwirtschaft oder der Markt mit eben solchen Metaphern wie Mechanismus oder Supercomputer aufgeladen wird, die an sich nichts erklären, aber sozusagen dann plausibel erscheinen. Dann hier ein Beispiel aus einem aktuellen Schulbuch für eine 8. Klasse Wirtschaft, Politik, wo dieses Markt-gegen-Staat-Narrativ reproduziert wird. Hier in einer Pro-Kontra-Diskussion. Aber es ist halt auch irgendwo eine Pseudodiskussion, weil in dem Text, der daneben dran steht, findet sich dann kein einziges Argument für den Staat, sondern es ist irgendwie klar, der Markt regelt es sowieso am besten. Und auch in Kinderbüchern beispielsweise wird dann die spontane Ordnung von Hayek sozusagen kindgerecht aufbereitet und dieser Marktbegriff ja hier im Zusammenhang mit einem Rummel sozusagen noch mit positiven Assoziationen und Bildern belegt. Genau, ein paar Beispiele aus der Öffentlichkeit, wo dann eben Markt mit Begriffen wie Mut und Freiheit und Ähnliches zusammengebracht wird und dann eben weniger Staat eingefordert wird. Genau, aber es kann ja auch andere Narrative geben. Deswegen hier mal ein Beispiel des Narrativs der Care-Ökonomie nach Gabriele Winker, ein aktuelles Buch, erst dieses Jahr erschienen. Da haben wir uns auch mal angeguckt, was ist dort eben zentral, und da ist eben die Care-Revolution, wie es genannt wird, zentral, und Care-Arbeit wird eben als lebensnotwendiges Fundament der Gesellschaft angesehen und es wird kritisiert, dass sie eben ja so wichtig ist, aber trotzdem eben eigentlich ein Schattendasein in der Gesellschaft fristet. Natürlich werden dann auch die aktuellen Krisen mit bestimmten Frames, mit bestimmten Wording und Wörtern belegt, historische Hitzewellen und so weiter. Aber da kann man sich ja schon fragen, ob das nicht auch berechtigt ist angesichts der tatsächlichen Dringlichkeit der Klimakrise. Ja, besonders wichtig ist es, sich Bilder und visuelle Darstellungen anzuschauen, weil Bilder sozusagen als Schnellschüsse ins Gehirn besonders eindrücklich sind und in Erinnerung bleiben. Ich habe hier mal 3 Bilder von Wirtschaft mitgebracht, also 3 Bilder, wie Wirtschaft als Gesamtheit sozusagen geframed wird und dargestellt wird. Einmal das neoklassische Narrativ, was vielen von Ihnen sicher bekannt sein wird, wird ja hier als Marktmechanismus bezeichnet. Und wir haben auf der einen Seite eben die Konsumenten und im Consumers Vote, also Freiheit als Konsumentinnen-Souveränität, und dann die Nachfrage nach Produkten, auf der anderen Seite die Businesses und die Produktionskosten, und das ist das Angebot, und dann pendelt sich der Preis ein sozusagen. Und da wird natürlich viel einfach ausgeblendet, wie Machtverhältnisse, wie tatsächlich Preise zustande kommen. Also Produktionskosten mögen vielleicht ein Faktor sein, aber sicher nicht der einzige. Und wie eben das feministische Narrativ, hier ist ein anderes Beispiel
als bei Gabriele Winker, weil sie kein visuelles Beispiel hat, die eben das feministische Narrativ kritisiert, ist eben die Kapital- und Lohnarbeit, also das, was das Neoklassische eben zeigt, eigentlich nur die Oberfläche unserer Wirtschaft, und darunter sind eben ja die stillschweigenden Bereiche wie eben Heimarbeit, Hausarbeit, Kolonien, globaler Süden, der Osten und eben die Natur sozusagen, die ausgebeutet wird. Genau, ein anderes Narrativ, was vielen sicher bekannt ist, ist das die Donut-Ökonomie von Kate Raworth, die eben auf der einen Seite kritisiert der Mythos des Marktes sozusagen, der sich selbst reguliert, und sie sagt eben, wir müssen die Volkswirtschaft wieder eingebettet denken in Gesellschaft und die Erde, und macht dann diese vier Bereiche auf: Markt, Staat, Allmende, also Commons und private Haushalte. Aber gleichzeitig ja, bleibt dieses Narrativ in Teilen schon noch diesem neoliberalen Marktnarrativ verhaftet. Hier ein paar Beispiele dazu. Der Markt ist bei seiner Aufgabe so effizient wie ein Feuer und genauso gefährlich, wenn er außer Kontrolle gerät. Und dann heißt es weiter, die verteilte Effizienz des Marktes ist tatsächlich außergewöhnlich und der Versuch, eine Wirtschaft ohne ihn zu betreiben, führt in aller Regel zu Versorgungsengpässen und langen Warteschlangen. Genau, also sie überhöht es nicht, den Markt übertrieben, aber es werden eben ähnliche Metaphern und Frames genutzt, wie auch im neoliberalen Narrativ. Der Markt ist effizient, ein Feuer und so weiter. Und was ich hier deutlich machen will, ist, dass auch eine Vermischung von Kategorien stattfindet, weil der Markt ist auf der einen Seite als Bereich dargestellt, wo Wirtschaft stattfindet, aber er ist gleichzeitig auch Akteur und wird personifiziert sozusagen. Und genau, da ist dann sozusagen eine Vermischung von Kategorien. Und wir meinen eben, dass es entscheidend ist, eben nicht nur Bereiche der Wirtschaft sozusagen in Blick zu nehmen oder vermeintliche Bereiche, sondern eben genauer hinzuschauen, wer sind denn die Akteure und die Institutionen. Also im Marktbereich kann man dann eine ganze Bandbreite von Unternehmungen sich anschauen, auch solidarische, gemeinwohlorientierte Unternehmen oder diejenigen, die eben nach Gewinnmaximierung wirtschaften. Und wir denken eben, dass die Ebene drunter, also die Ebene der Metanarrative, dann entscheidend ist, weil es kommt ja zum Beispiel gar nicht darauf an, ob jetzt ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder ein staatliches Unternehmen wirtschaftet, sondern die Logik darunter, weil es kann ja auch ein staatliches Unternehmen nach genau den gleichen Gewinnmaximierungs- und Effizienzkriterien arbeiten oder staatliche Akteure Ausschreibungen nach diesen Kriterien machen, da ist dann ja auch nicht viel gewonnen mit. Genau, die vermittelnde Ebene der narrativen Strukturierung, die lasse ich hier mal kurz beiseite aus Zeitgründen. Da kann man sich eben die genauen Rollen anschauen, die sozusagen in einem Narrativ aufgemacht werden und welche Unterschiede es dort gibt. Ich möchte hier nochmal kurz einen Blick auf eben konkrete Institutionen richten oder mit welchen Kategorien man sie sich anschauen könnte, weil hinter diesem ja, schwurbeligen Marktbegriff sozusagen diese Institutionen eben gar nicht thematisiert werden. Also beispielsweise könnte man sich Eigentums- und Rechtsformen anschauen, und in der Care-Ökonomie werden da nämlich andere Vorschläge gemacht, wie ja, die typischen im Marktnarrativ, nämlich zum Beispiel Vergesellschaftung von Unternehmen und Einrichtungen, vor allem im Care-Bereich und beim Wohnen. Finanzierungsformen, wo im Marktnarrativ dann eben oft ja irgendwelche Investorinnen oder der Finanzmarkt oder sowas dann als Finanzierungsform genannt werden, ist es bei der Care-Ökonomie auch eine Bandbreite an Vorschlägen, wie bestimmte Bereiche hoch zu besteuern, Maximaleinkommen, Mietpreisregulierungen, solidarische Bürgerversicherung, Grundeinkommen und ähnliche Sachen. Ob die jetzt im Einzelnen alle gut sind, darum geht es mir hier nicht, sondern sozusagen aufzuzeigen, was für eine Bandbreite möglich ist. Und genau, Geld- und Warentausch abschaffen wird als Endziel genannt, aber Gabriele Winker macht schon auch deutlich, dass das jetzt sozusagen kurzfristig nicht das Ziel ist, sondern eher langfristig gedacht vielleicht als Utopie wünschenswert wäre. Kommunikations- und Kooperationsformen, ist in der Care-Ökonomie freiwillige Kooperation, Bedürfnisse, viel im Zentrum, eben nicht über Geld vermittelte Kooperation, demokratische Beteiligungsformen,
Räte, wie zum Beispiel dann Verkehrsräte, Energieräte einzurichten, die dann zu einem bestimmten Thema arbeiten und eben nicht nur über Preise und Hierarchien vermittelt sozusagen zu kooperieren und ja, sich zu koordinieren. Genau, und auch bei Produktions- und Allokationsformen stehen dann eben die Commons sozusagen im Mittelpunkt, das heißt jenseits von Markt und Staat, wo Menschen sich sozusagen organisieren und selbst Projekte in die Hand nehmen, die dann auch miteinander vernetzt werden können. Ja, und die Reproduktionsarbeit ist natürlich bei der Care-Ökonomie, wie es schon der Name sagt, steht im Zentrum von Wirtschaft, während es beim Marktnarrativ ja, gar nicht erwähnt wird meistens oder dann halt ja einfach in den privaten Bereich geschoben wird. Das heißt, wir sehen, Wirtschaft ist nicht einfach selbst erklären, sondern Wirtschaft ist eigentlich das, was wir über Wirtschaft erzählen und was wir über Wirtschaft im Blick nehmen. Genau, jetzt nochmal kurz, wie kann man Kategorien in der tiefen Ebene sich anschauen? Eben auf der Werteebene, sie mal gegenübergestellt. Ja, es ist im Marktnarrativ immer die individuelle Freiheit und Ordnung, Wohlstand, Fortschritt und in der Care-Ökonomie eben Bedürfnisorientierung, Teilhabe und Ähnliches. Das Natur-Mensch-Verhältnis ist in der Care-Ökonomie eben auch anders. Das Mensch wird als Teil von Natur gedacht. Ja, es steht Solidarität, die solidarische Care-Ökonomie im Fokus und demgegenüber eben wird Kapitalismus als nicht so wünschenswert angesehen. Also schon auch in gewisser Weise so eine binäre Kategorisierung. Und auf der anderen Seite eben dieses Markt versus Sozialismus, Planwirtschaft, wie wir es schon kennen. Und jetzt beim politischen Leitbild zum Beispiel hat die Care-Ökonomie die Suffizienzpolitik im Fokus, das heißt Politiken zu machen, die eben tatsächliche Ressourcenverbrauch reduzieren. Ja, Gesellschaftsbild und Menschenbild ist auch nicht unbedingt jetzt überraschend, eben empathische, solidarische Bezogenheit aufeinander. Der Mensch wird als solidarisches, als soziales Wesen konzeptualisiert, der in demokratische Strukturen eingebettet sind und eben nicht als Nutzenmaximierer. Genau, und während man das Denken in diesem neoliberalen Marktnarrativ vielleicht mit, da knüpfen wir an Karl-Heinz Brodbeck an, als quantitatives, monetäres Denken so charakterisieren könnte, vielleicht die Care-Ökonomie dann ein feministischer oder beziehungshafter Denkstil. Genau, so kann man sich eben einige Narrative eines anderen Wirtschafts als nachhaltigen Wirtschaftens anschauen, ohne dass es unserer Meinung nach schon sozusagen eine so durchdachte und konsistente gemeinsame Erzählung gäbe, wie es eben das Marktnarrativ ist, was ganz starke Wirkung entfaltet hat, eben über das letzte Jahrhundert hinweg. Wir wollen uns jetzt noch ein paar dieser Narrative zumindest kurz plakativ anschauen und dann eben zu unserer Idee von einem zukünftigen Narrativ zu kommen, von einer Wirtschaft, die bisher noch keinen Namen hat. Auch da können wir nachher gerne brainstormen, wie denn diese Wirtschaft heißen soll, weil im Moment wird über nachhaltige Wirtschaft, Anderswirtschaften, alternative Wirtschaftsformen, aber ich glaube, genau, und all diese Namen, die ihr eben hier seht, gesprochen, aber ich glaube, es wäre schön, wenn wir ja ein gemeinsames oder wichtig auch ein gemeinsames Narrativ zu entwickeln hier. Genau, die Gemeinwohlökonomie ist sicher auch vielen Menschen hier ein Begriff. Wenn man das Narrativ der Gemeinwohlökonomie anschaut, dann geht es hier vor allem darum, demokratisch neu zu bestimmen, was ist denn der Sinn und Zweck von Wirtschaft, weil der Sinn und Zweck von Wirtschaft kann eben nicht allein die Geldmehrung sein. Und hier schlägt die Gemeinwohlökonomiebewegung eben vor, dass man über Wirtschaftskonvente, also eine Art BürgerInnenräte zu dem Thema Wirtschaft, eben bestimmt, was ist denn unser, was soll denn unser Gemeinwohlprodukt sein, was sind denn unsere Ziele. Diese Ziele müssen eben auch von den Unternehmen angestrebt werden und bilanziert werden in ihren Gemeinwohlbilanzen. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht sie da ausfallen, belohnt oder bestraft der Staat das Outcome in diesen Bilanzen. Und zentral in diesen Bilanzen, das sehen Sie auf der linken Seite, ist eben die vier Werte Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Das ist ein Vorschlag der GWÖ-Bewegung sozusagen, die dann aber eben demokratisch legitimiert werden sollte.
Genau, also hier die Demokratisierung der Wirtschaft eigentlich zentral für die Ausrichtung am Gemeinwohl. Das nächste Narrativ ist eine Regionalisierung der Wirtschaft, beispielhaft hier die Bewegung der Regionalwertaktiengesellschaften, die auch in immer mehr Regionen aus dem Boden sprießen und eben ein soziales, ökologisches und kooperatives Wirtschaften anstreben, indem sie Aktiengesellschaften gründen, die von den BürgerInnen aus den jeweiligen Regionen finanziert sind und die dann eben in den Aufbau von regionalen Wertschöpfungsräumen wieder investiert werden und so eine Regionalität wieder geschaffen wird. Und eben zentral in diesem Narrativ ist eben auch, dass man sich einfach wieder kennt, dass man wieder Beziehungen aufbaut zu den Menschen, die Dinge produzieren, die man zum Leben braucht. Ein weiteres Narrativ ist das des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, was vielleicht am bekanntesten ist als solidarische Landwirtschaft, also wo Landwirte eben ihre Tätigkeit für ein Jahr anbieten und ihre Bedürfnisse, ihre monetären, aber auch nicht monetären Bedürfnisse, also Hilfe bei der Ernte und so weiter, deutlich machen und dann sich eine Gemeinschaft findet, die eben sagt, okay, wir kümmern uns um die Erfüllung dieser Bedürfnisse und schauen was bei der und teilen uns die Ernte deiner Arbeit. Und auch sozusagen innerhalb der Gemeinschaft wird nochmal solidarisch die Last der Kosten sozusagen verteilt, dass die mehr beitragen können. Da gibt es eben jetzt schon verschiedene Netzwerke, zum Beispiel das Mycelium oder das CSX-Netzwerk unter gemeinschaftsgetragen.de, die sich hier für diese Ausbreitung dieser Wirtschaftsform einsetzen und auch sozusagen das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, des gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftens in der Landwirtschaft eben auf andere Bereiche des Wirtschaftens übertragen. Hier sieht man schon, dass diese Art des Wirtschaftens ist eben bedürfnisorientiert, also man orientiert sich an den Bedürfnissen der Mitglieder so einer Gemeinschaft, aber auch eben und vor allem der Anbietenden. Was brauchen die, um gut wirtschaften zu können, damit eben niemand ausgebeutet arbeiten muss und man auch die Natur nicht ausbeuten muss, sondern die solidarischen Landwirtschaften wirtschaften eben oft sehr regenerativ mit der Natur zusammen. Und trotz Bedürfnisorientierung sind diese Wirtschaftseinheiten eben dezentral. Ne? Also wenn man sich das Eukensche Schema nochmal anschaut, dann ist es hier eben nicht eine zentrale Einheit, die alles durchdenkt und Wirtschaftspläne, einen Wirtschaftsplan für alle aufstellt, sondern sind eben dezentrale Einheiten, die bedürfnisorientiert wirtschaften. Insofern haben wir hier den Dualismus schon mal ganz praktisch, pragmatisch aufgebrochen. Genau. Trotzdem, obwohl es eben viele, viele Ansätze in der Praxis gibt, die eben da gerade entstehen und über die man auch sprechen sollte und die wir stärker in den Diskurs bringen wollen, gibt es eben immer noch viele Akteure, die sozusagen darüber sprechen, dass eben zentral ist, dass es keine gemeinsame Erzählung momentan gibt. Wälzer zieht hin wie hier mit seiner Aussage, was schmerzlich fehlt, sind Visionen, konkrete Utopien, Aussichten, wie man die Welt, die eigene Gesellschaft, das individuelle Leben so verändern kann, dass es zugleich lustvoller und weniger zerstörerisch gelebt werden kann, als es in der Gegenwart der Fall ist. Statt Apokalypse, Zukünftigkeit. Statt ohnmächtig machendem Lamento, Selbstermächtigung. Die Welt ist zum Verändern da, nicht zum Ertragen. Wenn sich das herumspricht, kommen auch wieder Zukunftsbilder in unsere Welt. Und auch Thi ist der Meinung in seinem Buch Rotes Grün, dass ein grundlegender Wandel mehr denn je notwendig ist, ahnen Millionen. Was fehlt, ist die Story, die überzeugen und mobilisieren kann. Gäbe es sie, ließen sich vielleicht auch diejenigen für einen Neuanfang gewinnen, die bislang noch von der Schnelligkeit fasziniert sind, die ihnen die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse bieten. Also beide sagen eigentlich, um handlungsfähig zu werden, um Zukunftsbilder zu entwickeln, brauchen wir diesen Mut, auch neue Geschichten zu erzählen, wo es denn hingehen kann. Und die sind am Entstehen, aber ich glaube, noch nicht fertig gestaltet, wenn es überhaupt jemals möglich ist. Und ich denke, da können wir alle einen Teil zu beitragen. Und Valentin und ich, wir versuchen das ganz aktiv in unserer Forschung. Und machen mal hier die Assoziation des Kleeblatts auf, der Kleeblattökonomie. Im Moment ist
ist sozusagen dieses Kleeblatt sehr verkümmert. Der Stiel ist vertrocknet und es gibt eigentlich nur ein Blatt, was die anderen beiden Blätter oder ja, anderen beiden Blätter verdrängt hat. Das ist nämlich das sozusagen die monetäre Denkform als Basis, die dann eben in der Marktwirtschaft, im Kapitalmarkt, im Staat, aber auch in so neuen Formen des Wirtschaftens wie der Sharing Economy zum Tragen kommt und da dominant ist. Und eben ja, viel über den Markt spricht, über den Mechanismus spricht und Natur eben nur über Preise mit einbezieht. Wir plädieren davor, dass wir zumindest im ersten Schritt neben diese monetäre Denkform eben auch andere Formen des Wirtschaftens setzen und haben hier zwei Vorschläge und fächern das Kleeblatt auf. Der Stiel ist jetzt die fürsorgende Wirtschaft, weil die Fürsorge, die Care Economy, eben zentral ist für alle Bereiche des Wirtschaftens, alle Formen des Wirtschaftens und eben uns auch mit der Natur verbindet. Genau, und daraus unsere Kraft und unsere Gemeinschaft und unser Menschsein kommt aus unserer Perspektive und es deshalb kein eigenes Kleeblatt ist, sondern der Stängel, der uns mit unserer Lebensgrundlage verbindet. Und dann eben eine beziehungshafte Denkform auf der linken Seite, die eben zum Tragen kommt in so Wirtschaftsformen wie Commoning, dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, dem solidarischen Wirtschaften, dem CSX-Netzwerk und so, wie ich es gerade erwähnt habe. Und eben vor allem sich über Vertrauen, Fürsorge, Achtsamkeit definiert und diese Werte hochhält und darüber sich auch viel darüber sich definiert und eben auch eine tatsächliche Beziehung zur Natur aufbauen möchte und Natur als ja, intrinsischen Wert betrachtet und immer wieder da eine spirituelle Beziehung auch pflegt zur Natur, aus der wir kommen und von der wir Teil sind. Und dann eine demokratische Denkform, eine demokratische Wirtschaftsweise, die eben dann in so Organisationsformen wie der Regionalwert AG, der GWÖ-Bewegung, aber auch staatlich im Handeln, wenn der Staat eben nicht marktförmig agiert, sondern die Daseinsfürsorge zum Beispiel organisiert, Verantwortungseigentum wäre so eine neue Form, wo man einfach eben sagt, okay, Menschen, die hier direkt am Wirtschaften beteiligt sind, haben einfach ein größeres Mitspracherecht und es dominiert eben nicht das Streben nach Geld, sondern das Teilhabe ist hier einer der zentralen Begriffe und da geht es eben darum, die Grundversorgung unserer Gesellschaft auch einfach sicherzustellen, die Infrastruktur, Kommunikationswege, genau, und der sozusagen die Beziehung zur Natur ist aber weniger spirituell und beziehungshaft, sondern tatsächlich dann einfach reguliert durch Gesetze und Strafen. Und wir sind eben der Meinung, dass dieser Dreiklang an sozusagen mal abstrakt skizzierten Wirtschaftsweisen eine Möglichkeit sein kann, zu sagen, okay, wir brauchen wieder eine im Kleeblatt ausbalancierte Ökonomie, die eben nicht nur auf diese eine Denkform setzt, sondern den Fächer aufmacht und guckt, wo, in welchen Bereichen wirtschaften wir denn mit welcher Denkform am besten, wo sollten wir welche Wirtschaftsweisen fördern und denen Raum geben und das marktförmige Wirtschaften eher eingrenzen vom Raum her. Genau, ich glaube, das war's von unserer Seite jetzt erstmal zum Narrativ. Zu unserem Narrativ und zu den Narrativen generell. Und wir freuen uns, wenn wir jetzt noch in eine kleine Diskussion kommen oder Sie Fragen haben, die wir nochmal klären können. Hier sind unsere Daten. Wir freuen uns, wenn wir uns vernetzen digital. Und hier sind nochmal zwei Publikationen von uns, die Sie auch als Arbeitspaper auf der Seite der Gusanus Hochschule finden und eben nochmal in leicht veränderter Form in diesen beiden Büchern. Hier sind unsere Quellen. Wenn Sie da noch Fragen haben, klären wir das auch gerne. Oder geben Buchtipps.